Jetzt. Genau, und herzlich willkommen zurück zum ersten Match, das wir aufnehmen. Bei mir quasi ohne Überleitung. Ja, ich glaube, bei mir fehlen gerade ein paar Buchstaben am Das Anfang, macht aber nichts. ja, ich habe gerade ein bisschen schwarz, weiß, hell. Nein, wir sind nicht auf Hof, aber es sind helle Flächen. Richtig, wir sind auf einem Eisplaneten. Ja, in einer Stadt, die vom Eis erobert worden ist. Genau, Frozen City heißt sie auch treffenderweise. Wir sehen hier links und rechts jeweils die Teams. Ja, links ist unser Team, rechts ist das gegnerische Team. Da sieht man auch, wer wo drin ist. Wir haben hier Cinnasikes, Wolfskin und einen Miyamoto Musashi, einen Speedkönig, einen Thunderhawk 1 und so weiter. Das sind halt die Spieler. Und rechts seht ihr die Spieler vom gegnerischen Team. Vor Ja, mir das links heißt, übrigens, das sieht aus wenn wie ihr euch der. wiedererkennt, happy fun. Genau. Vorne links vor mir, das sieht aus wie der Cinnasikes. Das Mit kann sein, seinem ich stehe Mech. irgendwie gerade ziemlich weit vorne. Ja, genau, dann bist du Man es. muss dazu sagen, das Ganze ist mit der CryEngine gemacht worden. CryEngine 3 oder 2? Die Ich meine, Dreier. doch, 3, Die 3 Dreier. muss sein, ne? Dementsprechend sieht es natürlich sehr geil aus. Es gab letzter Zeit mal einen Upgrade von der Engine, deswegen hier alles sehr cool aussieht mittlerweile. Okay, vorher sah es auch nicht schlecht aus, aber ein bisschen schwammiger, weniger auflösend. So, ich halte hier mal einfach mal runter in diesem Canyon. Yeah. Ups, fast hätte ich mir jetzt die Beine angeschlagen. Hier gibt es Fallschaden. Das heißt, wenn ihr aus großer Höhe fallt, brecht ihr euch was. Wobei ich ja noch meine Sprungwiesen habe, zum Glück. So, ich werde mal auf Heat So. Vision umstellen. Wusch. Ja, mache ich auch mal gerade. Ich Da sehe kann dann man eigentlich sehen. immer weniger, finde ich. Deswegen lasse ich das Ja. einmal weg. Es ist ja immer neblig. Ich gehe jetzt mal auf B. Damit sieht man hier ein bisschen die Map. Wir sind hier oben. Da unten ist das gegnerische Team. Die Basis ist im Prinzip nur so ein kleiner Kasten, der in einem quadratischen Feld steht. Wenn man sich da reinstellt, erobert man. Wird nur unterbrochen, wenn ein anderer Mech sich vom eigenen Team da reinstellt. Das halt Vereine. Das ist eine Art und Weise, wie man das bis jetzt jedenfalls gewinnen kann, nur den Assault-Modus. Das heißt, wir hauen uns gegenseitig auf die Fresse, bis wir tot sind. Oder man erobert halt einfach diese Flagge. Ganz genau. So, solltet ihr jetzt den Sinner oder mich jeweils in den anderen Videos nicht so gut verstehen, wir verlinken unsere Kanäle unter den Videos einfach immer. Das heißt, ihr könnt euch dann aus beiden Perspektiven die Kämpfe, die wir halt führen, jeweils anschauen. Das ist vielleicht ganz interessant. So, bist stehen geblieben? Gibt's irgendwas? Ne, ich wollte nur einfach mal deinem kleinen Kommando zeigen. Man sieht, das ist wirklich ein windiges Achso. Ding, wegen meinem Jenner hier sogar. Deswegen, die meisten Leute finden ab, der Jenner ist die bessere Maschine nicht zwingend. Er ist zwar im Zweikampf meistens ein bisschen überlegen. Der Kommando hat aber den deutlichen Vorteil in größeren Geschichten, weil man schießt meistens vorbei bei dem Gegner. Vor allem, wenn er auf Fullspeed rennt, ist selbst der Jenner manchmal nicht in der Lage, das Ding wirklich einzufangen. So, wir laufen hier gerade Ich sehr außen am glaube. Rand, während unser Team sich gerade verteilt. Das heißt, die werden alle sterben, hier oben sind. Ja. Und wir sind hier unten, die am Überleben sind. Ja, ich glaube, wir sollten mehr Mechjagd spielen, weil sonst haben wir gar kein Problem. So, was haben wir da? Grandbusch, Ja, Dragon, BLG-1N. der verteidigt. Wir Ja, haben das rechts von stimmt. uns was? Ein Kommando. Okay, ich hole mir mal den Kommando rein. Super. Ach, Katapult hier. K2 variiert. Und er hat mich erwischt. Ich ihn aber auch. Verpasst ihn auch voll. Ja, man sieht, man kann hinfallen. Und da sieht man auch mal, es ist aus, als würde mich von außen. Getroffen? Ich glaube, Oh, das leckt ganz richtig. schön, ey. Wo ist denn der da? Ah, ich bin shutdown, verdammt. Ein bisschen heiß. Ich habe das Katapult hier drin. Da ist der Kommando, okay. Der Kommando ist fast Geschichte. Er hat keine Waffen mehr, das heißt, er kann höchstens auf Leute.
super Ding. Wir haben uns jetzt hier. Na, schon wieder ein Shutdown. Irgendwie ist mein Hitze nicht so besonders. Habe ich ihn erwischt? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss mal eben kurz mich zurückziehen ein Stück. Und ich glaube, der Sound ist zu laut, aber das werden wir dann nach der ersten Testaufnahme wissen. Ah, verdammt, da hat mich noch was. Der Katapult ist gleich im Arsch. Ja, der Katapult ist erledigt. Der ist quasi tot. Ich hab Hitze, das ist echt ätzend. Da ist der Katapult im Menü. Okay. Haben wir hier irgendwo den Jenner? Der Katapult hat ihn gerade erledigt. Irgendwas hat keine Munition weggezogen. Das hat gehört. Dong, 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 dong. Da ist gerade ein Jenner. Ja, ich hab den Jenner am Arsch. Man sieht mir leicht, es ist einfach nicht dramatisch in meinem Revier, weil die Dinger einfach zu schnell sind teilweise. Der leckt leider auch irgendwie, deswegen treffe ich mich an. Ich habe ihn zu Boden gebracht. Ja, ich komme. Nicht mich, nicht mich. Immer kurz, das ist übrigens ein Trick, immer kurz warten, bevor man losschießt, wenn man auf Boden ist. Leute, ich stehe und er. Das war's, der ist ja weg. Dann lass uns schnell die Zone erobern. So, und dann beenden wir das Spiel hier an der Stelle auch. Da geht mein AMS übrigens gerade los. Das heißt, wir wurden gerade mit Raketen irgendwie beschossen. Ja, da hier diese kleine Kuppel, die man da auf der Schulter sieht. Da rechts, dieses kleine Kuppelding. Ist natürlich gerade ein bisschen neblig hier. Ja, jawohl, und da haben wir gewonnen. Und drei Gegner leben noch. So, okay, jetzt, was ihr hier sehen könnt, ist mal eben kurz das Breakdown, was wir mal gemacht haben. Ihr seht hier, dass ich auf Platz 2 bin unseres Teams, Cinesykes auf Platz 4 insgesamt übrigens auch, mit 0 Kills, 3 Assists. Ich habe 1 Kill, 2 Assists. Das ist meistens Zufall. Okay, im Zweifel mache ich eben kurz weiter hier bei meinem. Nee, ich meine das Spiel selber beendet sich, glaube ich, also automatisch dann gleich. Und hier seht ihr eine Zusammenfassung. Was hast du alles getan und wie viel Bonus gibt's dafür? Jetzt. So. Okay, River City haben wir hier. Eben die Aufnahme sagt ja schon, das wird sich selbst unterbrechen. Das Spiel beendet sich automatisch nach einer Weile. Man sieht halt immer die Zusammenfassung auch rechts, was man an Cebes verdient hat und darunter, was man XP verdient hat. Es gibt XP und Cebes dafür, dass man Leute Körperteile abschießt, dass man Kill Assists macht und Pipapo und alles drumherum. Das könnt ihr ja alles lesen. Und dann ist das Spiel halt immer beendet. Das könnte sein, dass sich das auch irgendwann ändert und auch diese ganzen Zahlen, die XP und die Sables, die man verdient, die können sich noch ändern. Wie gesagt, Beta. Genau. Ich stehe ganz links außen. Ich stehe ganz links außen. Wo wollen wir lang? Ich würde sagen, wir gehen nach rechts durchs Wasser. Alles klar. Weil diese Stadt ist ja U-förmig und die hat das Wasser in der Mitte mit so einer kleinen Insel. Genau. Wasser macht hier den Mech nicht wirklich viel aus, da die Wasser nicht wirklich tief sind. Ein bisschen Wärmeableitung gibt das, glaube ich, sogar. Aber nur, wenn du die Wärmetauscher in den Füßen hast, also in den Beinen. Echt? Ja. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob ich meine Wärmetauscher in den Füßen habe. Ist so. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von Drachen oder Handspeck beraufen. So, einmal kurz die Karte gezeigt. Und dann will ich den nicht mehr rennen. Speed ausspielen. Ich habe hier meine 140 kmh. Ja, da kreuzt mich der Dragon natürlich in dem Augenblick, wo ich an ihm vorbeilaufe. Er bleibt die ganze Zeit stehen, dann läuft er los. Ja, wartet auf das Kommando. Ja. Ja, man sieht hier auf der Karte, hier oben ist die Stadt. Hier oben auf so einem kleinen Raumhafen starten die Gegner. Die können natürlich auch hier, wo ich gerade bin, hinlaufen. Über eine kleine Rampe. Und die laufen meistens hoch. Aber ich glaube, die werden wir auch gleich hier in der Stadt haben. Ich halte hier mal. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben, auch mit den Gebäuden und den Gestaltung der Karte. Das ja, ist super schick geworden. So, hier, das ich ist kann ein. Jede Fliese auf dem Boden sehen. Jo. Okay, nehme an, du bist das, der da hinter mir kommt. Ich kann nicht mehr. Das ist ein Dragon und ich. Ich bin eigentlich jetzt vor dem Dragon. So, wollen wir loslegen? Nach Gib Gummi. Ich kann nicht
sehen, du warst im Schatten des Dragons. Macht nichts. Ich hänge jetzt am Gebäude fest und werde jetzt was vom Dragon erledigt. So, und ich gebe jetzt schon mal Gummi und dann wollen wir mal gucken, ob wir Gegner finden hier. Normalerweise hatten wir hier schnell einen Kontakt. Ich bewege mich mal hier schön ein bisschen in Deckung, weil, wie Sinna eben gesagt hat, Kommandos sind halt einfach super klein. Hier gehe ich übrigens immer gerne rechts den Berg hoch statt die Straße, weil die Straße vermutet jeder. Hier ja. Rechts am Berg, das ist einfach super. Ich sehe die irgendwie gerade auf der Karte nicht. So nah, ich bin hinter dir. Okay. Wir haben keinen Kontakt bisher, kann das sein? Ich biege hier schräg links. Wir haben kein nichts hier, dann so, schnell cappen. Sehen, der Schatten bewegt sich noch nicht. Das ist auch so ein Beta-Ding. Die Schatten haben sie da noch nicht angepasst. Da sieht eigentlich einen aus von Minimuse. Tja, Schweinchen, hättest du dich mal ein bisschen mehr um deine Basis gekümmert. Jetzt wirst du von LSR erschrottet. Genau, ich habe leider keine Waffe, die da effektive Reichweite hat, deswegen baller ich da auch nicht. Unsere Basis wird angegriffen, okay. Das heißt, irgendein leichter Mech ist da gerade in unsere Basis gerannt. Egal. Okay. Hier, Thema Raumhaft, das ist so ein kleines Raumschiff, was hier steht. Das hat keine wirklich spielerische Relevanz, aber ein sehr nettes kleines Kartenmetall. So, hier habe ich immer ein bisschen Deckung gestellt, damit, wenn der sich jetzt umdreht, mich nicht mit langen Streckenwaffen erwischt. Ach, der hat ein anderes Problem und LSR hat er jetzt auch nicht mehr. Wir haben auf D6 einen Kontakt. Ich habe nicht gesehen, was es ist. Ich gehe mal nachgucken. Irgendwas schießt da auch schon. Ein Hunchback. Machst du den? Soll ich drin bleiben? Laser an der rechten Schulter drin. Ich muss drin bleiben, sonst verlieren wir das Spiel. Ja, bleib. Ich beschäftige den Hanschi so lange. Ah, ich hab hier auch noch was anderes. Ein Founders-Katapult. Shit. Okay, ich komme. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, und da rennt mich der eigene Dragon über den Haufen, ey. Ja, egal, bleib in der Zone drinnen. Ja, natürlich bleib ich in der Zone drinnen. Okay. Tja, so haben wir verloren, weil unser Team sich nicht drum gekümmert hat und wir waren im Erobern-Modus. Richtig. Ist nicht gut. Man sieht hier, verloren, 75.000, Damage getan, 230. Ziele gespottet, 6.000 und dann noch Prämie und Founder-Bonus. Der Founder-Bonus kommt halt vom Mech. Genau, halt XP so hier gibt's halt auch. Geld. Und XP jo. Und natürlich so weniger als das Spiel. Schade, ich bin jetzt der Aufnahme. Diesmal kostet Welle. Sehr schön, dass wir jetzt verschiedene Maps kriegen jetzt für die drei Aufnahmen, die wir machen. Genau, das ist die heißeste Map von allen. Da gibt es einen Vulkan in der Mitte. Da sollte man definitiv nicht reinrennen, wenn man ballern will, weil da überhitzt man extrem schnell. Und generell auch sehr lange ausgeschaltet. Oh, sehr lange, ja. Und generell ist es hier sowieso so, dass die Hitzetauscher nicht so effektiv sind wie auf anderen Karten. Auf genau. Der ersten Map, die ihr gesehen habt, Frozen City, da war es so, dass man besonders gut mit der Hitze umgehen kann. Hier kann man besonders schlecht mit der Hitze umgehen. Genau. Hätte echt gerne einen Chameleon, da kann man das richtig gut trainieren mit. Okay, rechts oder links? Mal rechts lang. Rechts. Alles klar. Standard. Ja, wunderschön, wenn es Geysir fällt. Ja, rechtsrum ist hier bei uns beiden Standard, wir machen das gerne rechtsrum. Oh, da vorne ist ein Fauna, das zeige ich mal eben kurz mal aus der Nähe. Das heißt, die Dinge, was hier so dreht und nichts tut, das ist halt so ein... Hast du gerade mich reingerannt? Nein, das würde ich doch nie machen. Das ist ja gut, weil ich sehe gerade irgendwie alles von unten, das Wasser und... Hat sich jemand schon die Nummer von diesem Fauna mich aufgeschrieben, der mich da gerammt hat? Das war kein Fauna mich. Nein, war aber schon der andere. Ja. Entschuldige, das muss es gerade sein. Du so, ja, den zeige ich mal von nah. Ich so, ja, man kann sich gegenseitig umrammen. Das macht man natürlich nicht mit Absicht im Kampf, ist klar. Aber jetzt beim Starten. Als ich den Drang hatte, hatte ich das aber auch gemacht. Ja gut, aber nur den Gegnern, ne? Nicht die eigenen Leute. Kurz vor der Eroberung der Karte einfach mal ganz stumpf alles die Mitglieder in die umgelaufen. Achtung, ich reduziere Geschwindigkeit. Das wäre erst ein Versuch. Out of bounds! Ja, wenn man nicht out of bounds kommt, explodiert der Mechanismus. Genau, was ich hier mache, ist mit der Maustaste kann man zoomen, das heißt, man kann dann halt auch sehen, ein bisschen besser sehen, wo was passiert, aber wir haben hier links keine Kontakte. Nee, Full Speed Base, würde ich sagen. Mechser schießt, aber irgendwie will sich das jetzt nicht geben. Nee. Das heißt, wir machen jetzt Full Speed und gehen Richtung gegnerische Basis, genau. Was wir müssen zwischendrin erklären können, ist das HUD. Man hat hier oben in der Mitte die Zeit des Matches. Das sind maximal 15 Minuten. Die läuft da runter. Dann hat man Friendly und Enemy. Das ist die Anzeige der Base, quasi wie weit die gecaptured ist oder wie nicht. Oben steht einer auf dem Berg. Ja. Katapult. Was ich mal ganz schnell zeigen wollte, da wir eben stehen dazu.
der Mech, früher Mech vorher teilen, ist das immer so, man hat das natürlich seinen Kopf geklappt, das war aber irgendwie langweilig. Hier hat man tatsächlich auch die Tanzzeit, die man im Hand hat, auch auf dem Mech tatsächlich abgebildet. Und der Körper mittlerweile bewegt sich sogar auch im Hebel oder wenn ich halt lenke, der Hebel da unten. Sehr nettes, geiles Detail, spielerisch eigentlich völlig unwichtig, aber trotzdem sehr geiles Detail. Ich schnapp mir jetzt den Katapult, der auf dem Berg steht. Okay, nicht durch die Capsule rennen, sonst bemächt er uns. Ja, habe ich nicht gemacht. Hier stehen noch mehr. Oh ja. Da ist ein Mann auf der anderen Seite. Der hat einen Infos an der SR5er. Okay, warte mal, gucken wir mal, wie der aussieht. Ich geh auf. Man kann auch die Cop-Ins treffen. Das geht meistens sehr schnell bei dem Mädchen. Der Katapult ist gerade mit Feuer in seiner LSR so beschäftigt, dass er nicht mal bemerkt hat, dass er gerade abholen musste. Oh, okay, er bemerkt es. Macht aber nichts, weil ich bin seinem Rücken. Das ist halt hier die Hitze auf der Map, ist halt hardcore. Ich habe Rücken, müsste auch geschält sein. Ja, ist auch geschält. Ich bin überhitzt und er schraubt mich gerade hier mit seinen Lasern in Stücke. Aber ich habe zu viel Panzer. Komme. Oh, das kommt mit. Da ist er kaputt. Der Mech ist Schrott, dafür ist mein Cockpit jetzt auch geschält. So, ich würde fast sagen. Ja, die anderen sind beschäftigt, wir erobern. Ja, wir haben einen Dragon hier, der wird die Größe des Mechs fürs Erobern egal. Glaube ich jetzt. Genau, ist es. Die Anzahl ist definitiv wichtig. Das heißt, mit den drei Mechs, die wir hier haben, allein schon der Dragon macht schon die Präsenz hier. Dass jeder, der hier ankommt, wird erstmal sich wahrscheinlich auf den Dragon oder auf uns stürzen. Eins von beiden. So sieht das aus. Ich nehme den mal als Deckung, weil mein Kopf ist schon ziemlich arg angeschlagen. Wir haben rechts von uns einen Kontakt. Den Katapult, der kommt. Der ist incoming. Das ist ein Gauss-Katapult. Der ist incoming auch. Ja, bleib bloß in Deckung. Ja, au, da sieht man Der sieht nicht, von wo er geschossen wird. Das ist witzig. Ja, es gibt manchmal Killer-Konfigurationen. Die sind hier ganz normal mittlerweile. Das K2-Katapult kann zwar fette Gauss-Geschütze tragen. Die machen sehr viel Schaden auf Reichweite. Aber das gewinnen wir, bevor er hier ist. Ja. Hätten wir auch so zerlegen können, das Scheißding. Der ist richtig stark und nahkampf. Okay, ja. Dann bis zur nächsten Aufnahme oder zum Tutorial. Genau, bis dann. Winke. Tschüss.